Damit rufe ich jetzt auf Tagesordnungspunkt 2, die Regierungserklärung des hessischen Ministers für Kultus, Bildung und Chancen. Titel der Regierungserklärung: Haltung, Qualität und Tatkraft für unsere Schulen. Ich darf Sie noch mal kurz auf die Rednerreihenfolge hinweisen. Zunächst wird für die Landesregierung Herr Staatsminister Schwarz sprechen, dann folgt die Fraktion der AfD, die SPD, Bündnis 90, die Grünen, die Freien Demokraten, die CDU und dann die fraktionslosen Abgeordneten. Vereinbarte Redezeit 20 Minuten. Herr Staatsminister Schwarz, ich darf Sie ans Rednerpult bitten. Hochverehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, das ist gewiss nicht meine erste Plenarrede, aber es ist in der Tat die erste Regierungserklärung, die ich als hessischer Kultusminister halte. Und deshalb ist es mir ein ganz besonderes Bedürfnis, mit Ihnen allen gemeinsam mit einem donnernden Applaus mich bei denjenigen zu bedanken, die jeden Tag für unsere Schülerinnen und Schüler da sind, bei unseren Lehrerinnen und unseren Lehrern, bei denjenigen, die als Schulpsychologinnen und Schulpsychologen da sind, bei unseren sonderpädagogischen Fachkräften, bei denjenigen, die für die IT-Sicherheit und die IT-Technik sorgen, aber auch bei denjenigen, die sich manches Mal auch nicht so nur in der Öffentlichkeit aufhalten, nämlich den Sekretärinnen und den Hausmeistern und bei den vielen Ehrenamtlern, die in den Fördervereinen aktiv sind und natürlich bei den Elternbeiräten und Schülervertretungen. Bei all denjenigen möchte ich sagen, ganz herzlichen Dank bei Ihnen allen für Ihre Arbeit. Und ich glaube, das ist einen Applaus für alle wert. Ich stehe heute hier nicht nur als Kultusminister, sondern auch als Lehrer, der über 16 Jahre hunderte junger Menschen auf ihrem Wege zum Abschluss, zu einem Bildungsabschluss begleitet hat. Das ist, meine Damen und Herren, etwas, was möglicherweise mein Blick auf Theorie und Praxis von dem einen oder anderen hier im Haus signifikant unterscheidet. Schließlich spreche ich zu Ihnen aber auch als Vater zweier erwachsener Kinder, einem Sohn, einer Tochter, die nach ihrer Schulausbildung zunächst eine Ausbildung absolviert haben. Gerade diese vielen Perspektiven geben mir, wie auch vielen Eltern und Lehrkräften, großen Anlass zur Sorge über Entwicklungen, die von der Opposition und einigen Interessengruppen gerne heruntergespielt werden. Tatsächlich treffen sie aber auch unsere Kinder und unsere Schulen. Und allein schon deshalb dürfen Sie von einem verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen Bildungspolitiker nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Wir reden hier von der Legalisierung von Cannabis, vom Gender-Esperanto und von der Abkehr vom Leistungsprinzip. Diese Themen, zu denen ich mich in den vergangenen Monaten, und zwar als Kultusminister, als Lehrer und als Vater, sehr klar geäußert habe, haben alles gemeinsam. Eine Minderheit, die ein überhebliches Verständnis vom angeblich Guten hat, setzt sich damit nicht nur über eine breite Mehrheit in der Bevölkerung hinweg, sondern attackiert auch noch diejenigen, die ihnen auf ihrem Irrweg nicht folgen. Diese laute Minderheit stellt Regeln, Normen und damit den breiten gesellschaftlichen Konsens in Frage. In Kauf genommen wird dabei die weitere Entfremdung zwischen Bevölkerung und Politik mit genau den Ergebnissen, die wir in Thüringen und in Sachsen beobachten müssen. Aus diesem Grund sind die Cannabis-Legalisierung oder eine falsche Rechtschreibung, Herr Abgeordneter May, mit Sternchen und Unterstrichen auch keine Randthemen, wie einige gerne hier behaupten, sondern es sind Themen, die die Menschen im ganzen Land und ganz besonders auch viele Eltern bewegen und besorgen. Und Sie können sich sicher sein, Herr Abgeordneter May, ich werde auch in Zukunft klare und
unmissverständliche Worte genau zu diesen Themen finden. Und es geht, meine Damen und Herren Abgeordnete, immer um die Betrachtung der Wirklichkeit. Dieser Wirklichkeit begegnen wir mit schwarz-roter Realpolitik. Diese Landesregierung hat einen sehr klaren Blick auf die Realität. Wir unterstützen unsere Schülerinnen und unsere Schüler, unsere Schulen und unsere Lehrkräfte dort, wo sie es brauchen, nicht zuletzt mit multiprofessionellen Teams, mit der Schulpsychologie und sozialpädagogischen Fachkräften. Dass diese Anstrengungen Erfolg haben, lässt sich auch mit brandaktuellen Zahlen sehr gut belegen. Hessen ist das Flächenland mit der größten Migrationsquote. Und Hessen liegt laut aktuellem deutschlandweiten Bildungsmonitor ganz vorne bei der schulischen Integration. 10,7% der ausländischen Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen erlangen in Hessen die Berechtigung für ein Hochschulstudium. Das ist ein Riesenerfolg, da können wir stolz drauf sein. Das ist ein Topwert, der deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Nicht zuletzt sind wir seit Jahren im Ländervergleich an der Spitze bei der geringsten Schulabbrecherquote, auch aktuell belegt durch den Bildungsmonitor 2024. Und das ist schwarz-rote Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Und ich lasse nicht nach zu betonen, das Beherrschen der deutschen Sprache ist die Grundlage für jeden schulischen, für jeden beruflichen Erfolg und für eine vernünftige und gelingende Integration. Der sichere Umgang mit der Sprache ist ein Geschenk und wir dürfen das den Kindern in unserem Land und den Jugendlichen natürlich nicht vorenthalten. Ohne Deutsch gibt es keinen Bildungserfolg. Weder in Mathe noch in Geschichte oder in den Fremdsprachen. Alle Kinder müssen von Anfang an ab der ersten Klasse in den Schulen mitsprechen können und die Dinge verstehen können. Das ist die Grundlage für alles. Deswegen jede Stunde in hessischen Schulen muss eine Deutschstunde sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen haben wir ein Gesamtkonzept zur Sprachförderung. Jetzt zum neuen Schuljahr haben wir begonnen, in den zweiten Klassen der Grundschulen eine zusätzliche Deutschstunde zu geben. 7 Stunden Deutsch werden jetzt dort unterrichtet. Und wir machen keine Schnellschüsse, sondern wir prüfen weitere Möglichkeiten. In einem Pilotprojekt an 15 hessischen Grundschulen wird seit April versuchsweise in die 3. und 4. Klassen eine weitere Deutschstunde eingeführt. Und dafür wird auf eine der beiden Englischstunden verzichtet. Die Rückmeldungen, das will ich hinterlegen, die sind hier ausdrücklich positiv. Ausdrücklich positiv. Wir werten nun die Ergebnisse der Evaluation aus und entscheiden dann die weitere Vorgehensweise. Insofern, Panikmache ist hier völlig unbegründet, von wegen, die englische Sprache bliebe auf der Strecke. Ich sage Ihnen das als Englischlehrer, der wirklich sein Fach liebt. Das ist wirklich Unsinn. Wir gucken da genau hin. Aber die englische Sprache hat einen großen Stellenwert und jetzt wird sie auch weiterhin in Hessen haben. Und auch bei und Herr Abgeordneter Wagner, auch bei der Fehlerkorrektur zeigt Hessen Haltung und legt Wert auf Qualität. Als einziges Bundesland haben wir für die Rechtschreibung mit unserem Fehlerindex ein Bewertungssystem, das transparent, objektiv und vor allem klar nachvollziehbar ist. Als einziges Bundesland, da sind wir stolz drauf. Klarheit wünschen wir uns aber auch bei einem anderen zentralen Thema. Das ist ein zentrales Thema auch dieser Legislaturperiode meiner Amtszeit, nämlich der Digitalisierung. Und was ich vom Verhalten der Bundesbildungsministerin halte, das will ich hier noch mal unterstreichen, ist bekannt. Ich habe das auch im Bundesrat hinterlegt. Aber alle Länder werden im Stich gelassen. Alle Kultusministerinnen und Kultusminister aus allen Ländern haben eine und dieselbe Einschätzung. Für die Schulträger und die Länder wäre eine nahtlose Fortführung von allergrößter Bedeutung gewesen. Aber Versprechen werden seitens
der Bundesbildungsministerin nicht gehalten. Das ist ein reines gelbes Blendwerk, meine Damen und Herren, ein reines gelbes Blendwerk, so muss man es der Deutlichkeit sagen. Wir brauchen die Fortführung, um die digitale Welt pädagogisch sinnvoll mit unserer analogen Welt zu verknüpfen und um den globalen Herausforderungen unserer Zeit im schulischen Bereich Rechnung zu tragen. Genau deswegen bauen wir in Hessen auch unser neues Unterrichtsfach Digitale Welt aus. Jetzt zum neuen Schuljahr sind 16 neue Pilotschulen hinzugekommen. In Summe haben wir mittlerweile 80 Schulen, die sich genau probeweise hiermit auseinandersetzen, sehr erfolgreich im Übrigen. Hier werden nämlich die Zukunftsthemen Informatik, Ökonomie und Ökologie verbunden. Das ist zukunftsgewandte Bildungspolitik, ein tolles neues Fach. Und auch hier, wie gesagt, positive Rückmeldungen. Wir setzen auf die Chancen auch der künstlichen Intelligenz selbstverständlich, sowohl für die Schülerinnen und Schüler, genauso wie wir das für die Lehrkräfte tun. Wir kooperieren hier im Übrigen mit der Ludwig-Maximilians-Universität in München im Rahmen eines KI-Projektes in den Jahrgangsstufen 11 in 25 Schulen. Und unser Digitaltrack, eigentlich für Grundschulen, der ist jetzt auch für 5. und 6. Klassen im Zusammenhang mit einem neuen KI-Programm für unsere Jüngsten unterwegs. Genau hier liegt nämlich die Zukunft. Deswegen haben wir dieses Zukunftspaket auch so geschnürt, meine Damen und Herren. Auch da liegen wir vorne. Herr Abgeordneter May, klar ist auch eins. Trotz der KI wird es ohne Lehrkräfte keinen guten Unterricht geben. Und deswegen setzen wir weiterhin auf eine umfassende Fortbildungsoffensive zur Unterstützung unserer Lehrkräfte. Die Landesregierung gibt bei den drängenden Fragen unserer Zeit die passenden Antworten. Dennoch, KI kann unsere Lehrkräfte entlasten, wird sie jedoch niemals ersetzen können. Wir brauchen gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte. Und auch hier liefert die Landesregierung zum neuen Schuljahr. Haben wir über 65.000 Lehrkräfte in Hessen. Das ist so viel wie noch nie. Und entgegen der armen Märchen der neuen gelb-grünen Koalition in der Opposition haben wir 600 zusätzliche Stellen für Lehrkräfte hinzuzüglich geschaffen. So viel zu den Fakten, Herr Abgeordneter May. Und sage und schreibe, 1.000 neue Lehrkräfte haben nach dem Referendariat gerade ihren Dienst in Hessen begonnen. 1.000. Noch eine weitere erfreuliche Botschaft. Rund 20.000 junge Menschen studieren in Hessen an hessischen Universitäten auf Lehramt. Auch da freuen wir uns drüber. Und was jetzt wirklich mal auch für Nordhessen in der Stelle eine ganz besondere Situation ist. Endlich, wir haben lange daran gearbeitet, haben wir den Förderschullehrgang an der Universität in Kassel hinbekommen. Beginnt jetzt zum Wintersemester 24/25, 60 Plätze dort an der Universität. Auch das ist gut und das ist wichtig. Und um noch mehr Profis für pädagogische Qualität zu gewinnen, zeigen wir auch Tatkraft. Darüber hinaus, wir gehen als erstes Bundesland einen neuen Weg im Recruiting. Wer einen entsprechenden Universitätsabschluss hat, kann nach erfolgreichem Referendariat in Hessen Lehrer werden. Und zwar als vollwertige, verbeamtete Lehrkraft. Und das mit einem Fach. Und das ist neu und stößt auf größtes Interesse. Und schon direkt nach Bekanntgabe dieser Maßnahme hatten wir in der Recruiting-Hotline ganz, ganz viele Anfragen. Die entsprechende Änderung im hessischen Lehrkräftebildungsgesetz werden wir übrigens morgen in diesem Hause lesen. Darüber hinaus bieten wir umfassende und hochwertige Möglichkeiten für den Quereinstieg. Das sind hervorragende Maßnahmen zur Personalgewinnung, die uns insgesamt positiv stimmen können. Und offenbar sieht es die Opposition ähnlich. Es ist schon bemerkenswert, dass in der ersten Sitzung des KPA zum Schuljahresbeginn kein Wort zur Lehrkräfteversorgung fiel. Das habe ich in den vielen Jahren, in denen ich Bildungspolitik mache, ehrlicherweise so noch nicht erlebt. Das ist mal ein positives Signal. Insofern, unsere Maßnahmen kommen offensichtlich endlich auch in der Opposition an.
auch Und auch im Ganztag sind wir auf einem tollen Kurs. Rund 400 zusätzliche Lehrerstellen wurden dieses Jahr in Grundschulen und weiterführenden Schulen eingesetzt. Mehr als 300 Schulen erweitern ihr Profil. 83% der Schulen in Summe haben mittlerweile Ganztagsangebote. Bei den weiterführenden Schulen sind es sogar 94%. Insofern sind wir da wirklich ganz, ganz schnell und gut vorangekommen. In Summe, auch das eine neue Benchmark, wenn ich das so formulieren, über 5.000 Stellen investieren wir in Ganztagsangebote. Und auch das wird von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beim Bildungsmonitor, bei dem bundesweiten Vergleich, als wirklich gute und richtig starke Leistung in Hessen unterstrichen. Und dann lassen Sie mich zu einem anderen Bereich kommen, der mir auch sehr am Herzen liegt. Förderschulen und Inklusion. Die Landesregierung unterstützt die hessischen Schulen in diesem Jahr mit mehr als 5.000 Stellen im Bereich der sonderpädagogischen Zuweisung. Wir haben mehr Förderschullehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen im Einsatz als an den Förderschulen selbst. In Summe, wie gesagt, über 5.000 Stellen. Und damit sichern wir ein breites Bildungsangebot auf der einen Seite und parallel dazu garantieren wir den Erhalt der unglaublich tollen und wichtigen Förderschulen. So geht schwarz-rote Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Und das gilt für alles, was wir bildungspolitisch machen. Wir denken vom Kindeswohl aus und bedenken gleichzeitig auch den Elternwunsch. Beides denken wir zusammen. Zurück zu unserem Fachkräftebedarf. Wir benötigen Fachkräfte nicht nur in der Bildung, sondern wir entwickeln auch die Fachkräfte von morgen in den Schulen. Das sehen wir als eine unserer wichtigen Aufgaben. Indem wir die Talente der Kinder und Jugendlichen früh entdecken, unterstützen und fördern, sorgen wir dafür, dass Hessen das bleibt, was es ist, nämlich ein wunderbarer Ort zum Leben. Welches Kind lernt heute noch zu Hause, wie man einen Nagel einschlägt, wie man häkelt, wie man möglicherweise auch töpfert oder andere Dinge? Frühzeitig handwerkliches und künstlerisches Talent sichtbar machen und frühzeitige berufliche Orientierung haben bei uns allerhöchsten Stellenwert und wir fördern in den Grundschulen diese Fertigkeiten beispielsweise durch die Aktion Grundschule trifft Berufsschule und das Handwerk. Diese Maßnahme ergänzt erfolgreiche Aktionen wie den Tag des Handwerks, die Praktikumswochen. Jetzt im Sommer über 5.000 Praktikantinnen und Praktikanten, Jugendliche mit 1.400 Betrieben zusammengeführt. Ein sehr, sehr schöner Erfolg. Und unsere neue digitale Praktikumsbörse wird zudem die Suche nach Praktikumsplätzen für die Jugendlichen auch erleichtern. Ich will noch nennen die Berufswahl-App oder das Kompetenzfeststellungsverfahren, was wir entsprechend ergänzen, immer im engen Austausch mit den Kammern, immer im Austausch mit dem Handwerk. Und meine Damen und Herren, so sieht schwarz-rote Realpolitik aus. Und jetzt will ich am Ende meiner Regierungserklärung auf ein Thema kommen. Ich muss darauf kommen, denn leider ist ein Thema da, was nicht wegdiskutiert werden kann. Antisemitismus, Rassismus und Islamismus und auch scheinbar banale Dinge wie Respektlosigkeit nehmen in unserer Gesellschaft zu. Diese Landesregierung geht voran mit dem Fokus auf das Wesentliche. Unsere Schulen sind die zentralen Orte zur Wertevermittlung und zur Demokratieerziehung. Und entscheidend ist, dass alle Schülerinnen und Schüler sich intensiv mit respektvollem Umgang, demokratischen Werten und unserem Grundgesetz auseinandersetzen. Gegenseitige Wertschätzung und Achtung, gerade bei unterschiedlichen Auffassungen, sind ein sehr, sehr hohes Gut. Und weil das leider nicht von allen in unserer Gesellschaft geteilt wird, auch diese Realität muss thematisiert werden, weiten wir in diesem Schuljahr die Wertevermittlung mit einer neuen Offensive aus.
beginnend in den 2100 Intensivklassen, in denen mehr als 36.500 geflüchtete Kinder und Jugendliche unterrichtet werden, gibt es gezielt zusätzlich Deutsch. Dort werden die Lehrkräfte entsprechend unterstützt mit ganz aktuellen Materialien. Ich hatte vorhin darauf hingewiesen, jetzt in der vergangenen Woche sind diese Informationen an die Schulen mit positiven Rückmeldungen versandt worden. Es gibt viele Projekte, ich will nur Stichpunkte nennen, die wir selbstverständlich ausbauen und noch aktualisieren. Das sind die Mentorenprogramme für digitale Helden, Schulpsychologie oder starke Lehrer, starke Schüler. Alles immer mit dem Blick, unter anderem auch die Netzwerklotsen gegen Radikalisierung und Extremismus, um junge Menschen an dieser Stelle stabil zu machen. Oder, letzten Punkt, den ich da noch erwähnen möchte, der deutsch-israelische Schüler- und Lehreraustausch, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Mein Haus und die gesamte Bildungsverwaltung steht hinter unseren Lehrkräften. Aber ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, hier an alle, die mit Schule zu tun haben, ganz besonders auch die Eltern und die Schülerinnen und Schüler zu appellieren, sich jeden Tag gemeinsam mit den Schulen konsequent für unsere Werte einzusetzen. Schulen müssen Orte des Respekts, der Wertschätzung und des friedlichen Miteinanders sein, damit unsere Kinder eine gute Schulzeit haben und damit sie am Lernen Freude haben, aber auch an Leistung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir setzen bei der Bildung in Hessen auf Haltung, auf Tatkraft, auf Qualität. Das Ganze mit einem positiven Verständnis von Leistung garniert, ganz im Sinne Lust auf Leistung statt Wut auf Wettkampf. Bildungspolitik in Hessen, das ist Realpolitik und das ist schwarz, rot und stark. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir gehen nun in der Rednerreihenfolge weiter voran und ich darf Herrn Scholz von der AfD-Fraktion das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatsminister, verehrte Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. Die Situation an den Schulen wird nicht besser, wenn man sie schön redet, auch nicht. Wenn man das jährlich wiederholt, Rückmeldungen aus den Schulen zeigen leider, dass die bestehenden Probleme sich weiter verschärfen. So Stefan Wesselmann, der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung Essen, anlässlich der Presseerklärung von Staatsminister Schwarz zum Schuljahresbeginn 2024/25. Immerhin adressierten Sie, Dankeschön, Herr Kultusminister, in Ihrer Aussendung zum ersten Mal den Lehrermangel in Hessen. Das ist schon sehr beachtlich, denn vor den Sommerferien gab es diesen in Hessen entsprechend Ihrer Aussagen noch gar nicht. Wie auch immer, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bezifferte den Lehrkräftebedarf allein in Hessen auf mittlerweile beachtliche 9.000 fehlende Pädagogen. Selbst an Gymnasien, die bislang sehr gut mit Lehrern ausgestattet waren, können die Fächer Mathematik, Chemie, Physik, Musik, Kunst und Englisch nicht mehr flächendeckend unterrichtet werden. Fachfremder Unterricht wird auch dort von der Ausnahme immer mehr zum Regelfall. Von der Lage an den Gesamt- und Realschulen und auch Förderschulen ganz zu schweigen. Erinnern Sie sich, Herr Staatsminister, Werkunterricht und Arbeitslehre wurde bereits 2020 zu 70% fachfremd unterrichtet. Und das bedeutet, die entsprechenden Lehrer waren nicht fachspezifisch, inhaltlich und didaktisch ausgebildet, gerade in Bezug auf die Berufsvorbereitung unserer Kinder. Ein Desaster, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und abermals, um abermals den VBE zu zitieren, die Versorgung ist nicht mehr nur auf Kante genäht, sondern die Decke ist schlicht zu kurz. Zitat Ende. Und da hilft es wenig, meine Damen und Herren, in einem Akt der Hilflosigkeit im Nachtragshaushalt 600 neue Lehrerstellen auszuschreiben, um das pädagogische Mittel der steten Wiederholung zu bemühen. Ausgeschriebene Lehrerstellen sind keine besetzten Lehrerstellen, meine Damen und Herren. Und noch weniger hilfreich ist es, den Lehrerberuf weiter zu entprofessionalisieren. Aber genau daraufhin zielt der nun von der Regierungskoalition eingebrachte Gesetzentwurf zur Gewinnung zusätzlicher Lehrkräfte ab. Wir bekommen zwar morgen noch einmal Gelegenheit, darüber zu debattieren, gestatten Sie mir jedoch schon jetzt hierzu einige Bemerkungen. Quereinsteiger ohne pädagogische Vorkenntnisse und mit nur einem Unterrichtsfach, aber immerhin Masterabschluss, sind nun Ihr Aufgebot zur Deckung des Unterrichtsangebotes. Warum sollen sich junge Menschen denn jetzt überhaupt noch die Mühe machen, zwei oder gar drei Lehrfächer zu studieren, wenn doch auch einfach zur gleichwertigen Verbeamtung ausreicht? Es wäre Ihnen mitnichten zu verübeln, wenn diese hier den Weg des geringeren Widerstandes einschlagen. Die Praxis, meine Damen und Herren, wird so aussehen, dass ein Einfachlehrer aus der Mangelsituation heraus fachfremd weitere Fächer unterrichten werden müssen, nur ohne die entsprechende fachliche Qualifikation. Ich sage Ihnen voraus, die Unterrichtsqualität wird somit noch weiter absinken und auf die nächste PISA-Studie können wir sehr gespannt sein, meine Damen und Herren. Den Lehrermangel oder wie auch immer Sie diesen unhaltbaren Zustand bezeichnen, löst man nicht mit zu Ende gedachten Schnellschüssen wie Ihrem Quereinstiegs-Ein-Master-Lehrerprogramm, sondern mit nachhaltig wirkenden Maßnahmen, mit sehr nachhaltigen Maßnahmen. Und ich sage Ihnen, Herr Staatsminister, als ebenfalls langjähriger Lehrer und fünffacher Familienvater, der fast sein ganzes Leben der Bildung junger Menschen verschrieben hat. Ihr sozialdemokratischer Koalitionspartner in Regierungsverantwortung in Brandenburg war da noch etwas konsequenter. Warum einen Masterabschluss fordern, wenn es doch einen Bachelorabschluss auch tut? Verbeamtete Bildungsfrauen und Männern nach brandenburgischem Vorbild wären doch auch ein Konzept für Hessen, oder nicht, Herr Staatsminister? Ja, diese leichte Ironie müssen Sie sich gefallen lassen, denn mittlerweile scheint in der hessischen Bildungspolitik nichts mehr unmöglich. Auch Sie haben bereits als bildungspolitischer Sprecher der hessischen CDU-Fraktion mit langjähriger Lehramtserfahrung der Metastasierung unseres erkrankten Bildungssystems und vor allem der stückweisen Zementierung des Lehrermangels tatenlos zugesehen und dann, wie Ihr Vorgänger, verleugnet und schöngeredet. Und dadurch haben Sie wertvolle Zeit verstreichen lassen. Die durch Sie verursachten Probleme der letzten 25 Jahre wird man nicht einfach über Nacht lösen können. Da müssen Sie sich endlich einmal ehrlich machen. Und gerne wirft man uns, der politischen Gegner, als auch die Tendenzpresse vor, die AfD würde keine oder nur einfache Lösungsansätze für die schulpolitischen Probleme unserer Zeit anbieten. Das Gegenteil hat die hessische Landtagsfraktion bereits in über 5 Jahren parlamentarischer Arbeit unter Beweis gestellt. Noch einmal unsere Vorschläge zur Erinnerung, meine Damen und Herren. Dem Mangel an qualifizierten Lehrern in Hessen begegnet man in erster Linie durch eine Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufes sowie des Lehramtsstudiums. Und dazu sind folgende Maßnahmen unabdinglich. Nach potenziell geeigneten Kandidaten für den Lehrerberuf muss bereits in der Oberstufe durch entsprechende qualifizierte Lehrer Ausschau gehalten werden. Diese müssen dann natürlich zielgerichtet gefördert werden. Wir benötigen darüber hinaus großzügig ausgestattete Stipendienprogramme für Lehramtsstudenten in den Mangelfächern, 10 Semester Regelstudienzeit für alle Lehrämter, wodurch interessierten Kandidaten auch ein unkompliziertes Promotionsverfahren ermöglicht wird, eine Entbürokratisierung des Bewerbungs- und Einstellungsprozederes
nach dem bestandenen Referendariat, um qualifizierte Kandidaten nicht aufgrund langer Wartezeiten von ihrem Berufswunsch abzuhalten. Hochwertige, konzipierte Quereinstiegsmodelle mit enger pädagogischer Weiterbildung und Betreuung. Die Stärkung der natürlichen Autorität unserer Lehrer durch die Verwaltung. Und zur Entlastung unserer Lehrer von Verwaltungsaufgaben müssen wir die Einstellung von Schulverwaltungsassistenten konsequenter vorantreiben als bisher. Lehrer müssen sich uneingeschränkt auf ihre Kernaufgaben, das Lehren und Erziehen, konzentrieren können. Und dazu gehört auch die Abschaffung überflüssiger Dokumentations- und Verwaltungsvorschriften. Vorhaben, von denen wir bisher nur sehr wenig von Ihnen gehört haben. Meine Damen und Herren, bereits Ministerpräsident Boris Rhein benannte bereits in seiner Regierungserklärung zu Anfang des Jahres die Herausforderungen, vor denen unsere Schulen stehen. Unter anderem die Globalisierung, Migration, Digitalisierung und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ja, meine Damen und Herren, diese sogenannten Herausforderungen sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind auch keine Naturkatastrophen, sondern konkrete Auswirkungen Ihrer jahrelangen bildungspolitischen Versagens, meine Damen und Herren. Und da spreche ich ganz besonders die CDU an. Und auch wenn Sie es nicht hören wollen, der historische Höchststand bezüglich des Mangels an qualifizierten Lehrern ist natürlich auch die logische Folge Ihrer verfehlten Migrationspolitik. Sie nennen die Zahlen selbst. Im Schuljahr 2024/25 wurden 61.000 Erstletzter in Hessen eingeschult. Gleichzeitig besuchen 36.500 die sogenannten Intensivklassen zur Vorbereitung auf den Übertritt in den Regelunterricht. Wie bitte soll das funktionieren? Seit 2015 wurden über 150.000 sogenannte Seiteneinsteiger in das hessische Bildungssystem aufgenommen. Die Kosten dafür belaufen sich unter Einbeziehung des Doppelhaushaltes 23/24 mittlerweile auf über 2 Milliarden Euro. Das kann ein Bildungssystem, keines dieser Bildungssysteme dieser Welt, finanziell als auch personell verkraften. Und die Folgen erleben wir schmerzlich. 25% der hessischen Viertklässler erreichen nicht die Mindeststandards im Lesen, Schreiben, Rechnen und Zuhören. Und das ist jeder vierte Schüler, meine Damen und Herren. Und das ist aus meiner Sicht sehr tragisch. Weiterhin, dass die INSM-Studie 2024 versucht, die Hintergründe dieser Entwicklung bewusst zu verschleiern. Nicht die Zuwanderung verschärfe die Probleme im Bildungsbereich, sondern die unzureichende Integration der Kinder bildungsferner Familien allgemein. Meine Damen und Herren, wir erleben seit 2015 eine noch nie dagewesene und zum großen Teil illegale Zuwanderung bildungsferner, kulturfremder Menschen, deren Integration nicht gelingt. Und diese Zuwanderung soll nun für die Probleme im Bildungsbereich nicht zumindest Teilverantwortung tragen? Das minimale Besserabschneiden Hessens im Gesamtranking des Bildungsmonitors ist im Kontext der Gesamtentwicklung der letzten 10 Jahre vernachlässigbar. Mit einem Abstand von über 18 Punkten zum erstplatzierten Sachsen und zum Schluss liegt Bremen mit lediglich 7 Punkten, ist das Abschneiden Hessens alles andere als ein Ruhmesblatt. Die im Ländervergleich niedrige Quote aus ausländischer Schulabgänger ohne Abschluss sowie die vergleichsweise hohe Anzahl Studienberechtigter mit Einwanderungsgeschichte sollten nicht über die zunehmende Entwertung der genannten Qualifikation hinwegtäuschen. Auszubildende, die den Flächeninhalt eines Quadrates nicht berechnen können und Studenten, die an den Hochschulen mühsam in Vorkursen an die Studienfähigkeit herangeführt werden müssen, sind die traurigen Resultate des von Ihnen zu verantworteten, zutiefst dysfunktionalen Schulsystems. Und dieses Bild spiegelt sich auch im Zustand der hessischen Schulgebäude wider. Dazu verlieren Sie kein einziges Wort in Ihrer Regierungserklärung. Allein im Raum Frankfurt wurde der Sanierungsstau an den staatlichen Schulgebäuden
im Jahr 2023 auf 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bezifferte die Kosten für notwendige Sanierungen und Neubauten damals hessenweit auf bis zu 5 Milliarden Euro. Durch die bekannten Preissteigerungen im Baugewerbe dürfte dieser Betrag allerdings Makulatur sein. Untätigkeit rächt sich und kostet irgendwann doppelt. Und diese Worte richte ich insbesondere auch an unseren heutigen Finanzminister, Herrn Professor Dr. Lorz. Auch der Vorsitzende des Hessischen Philologenverbandes, Volker Weigand, übt scharfe Kritik am allgemeinen Zustand der hessischen Schulbauten. Ich zitiere, gut ausgestattete Fachräume in den naturwissenschaftlichen Fächern und moderne Sportstätten dürfen nicht vom Wohnort abhängig sein. Zitat Ende. Auf ihr bereits im Landtagswahlkampf 2018 ganz groß angekündigte hesseneigene Schulinvestitionsprogramm warten unsere Schüler, Lehrer und Eltern im Übrigen noch heute. Und zur Behebung des Sanierungsstaus an den hessischen Schulgebäuden bedarf es zuerst einer ehrlichen Bestandsaufnahme der baulichen Schäden an den hessischen Schulgebäuden als Folgen ihrer bisherigen Politik und der anschließenden Beseitigung durch die Bereitstellung entsprechender Geldmittel durch die WI-Bank. Die Aufsicht und Koordination der Arbeiten müssen dabei zwingend durch eine einzurichtende Stabsstelle beim Hessischen Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen erfolgen. Und apropos ehrliche Bestandsaufnahme, eine ehrliche Aufarbeitung Ihrer Corona-Politik verweigern Sie sich bekanntlich standhaft. Ich verweise dabei auf den durch die zusammengestrichenen Einsetzungsantrag zum Corona-Untersuchungsausschuss. Und Sie werden wissen, warum, meine Damen und Herren, eine entsprechende Klage, die Sie zu einem lückenlosen Aufarbeiten zwingen wird, werden wir bekanntlich zur rechtlichen Klärung am Hessischen Staatsgerichtshof einbringen. Das sind wir unseren Schülern und vielfach heute jungen Erwachsenen, welche einen Großteil ihrer Jugend und ihrer Schulausbildung ausschließlich im digitalen Klassenzimmer verbracht haben, einfach schuldig, meine Damen und Herren. Und die Freigeklagten und von den mutigen Mitarbeitern des Robert-Koch-Instituts freigegebenen RKI-Files belegen für uns alle zweifelsfrei, das hätte nicht sein müssen und nicht sein dürfen, meine Damen und Herren, der selbsternannten demokratischen Parteien. Ohne eine ehrliche Analyse der damaligen im Schulbereich administrierten Politik können auch keine Lehren für die Zukunft gezogen werden. Die Folgen Ihrer Corona-Politik, die massive Zunahme psychischer Erkrankungen unter den Schülern sowie dem aus diesen resultierenden und bereits erwähnten Nachholbedarf im Lesen, Schreiben und Rechnen hat man von Ihrer Seite seit Beginn der neuen Legislatur keine Aufmerksamkeit geschenkt. Von Beginn an hat die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag einen Schulpsychologen pro 1.000 Schüler gefordert. Zur Erinnerung, aktuell liegt der entsprechende Schlüssel nach wie vor, ein Psychologe auf 6.500 Schüler. Das ist nicht hinnehmbar, meine Damen und Herren. Und das Angebot digitaler Videosprechstunden begreifen wir nicht als adäquate Antwort auf dieses drängende Problem. Kommen Sie auch diesbezüglich endlich Ihrer Verantwortung nach und beenden Sie diesen für unsere Schüler unhaltbaren Zustand. Auch Ihre zögerliche Haltung in der Frage eines Genderverbots an Schulen und Verwaltungseinrichtungen zeigt erneut die bekannte wachsweiche und inkonsequente Haltung der CDU, die sich vor wirklich durchgreifenden Maßnahmen scheut, Herr Staatsminister. Anders die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag. Wir haben als einzige Fraktion auf die Fehlstellen Ihres Gendererlasses sowie dessen unzureichende Um- und Durchsetzung mit einem eigenen Gesetz zur verständlichen und diskriminierungsfreien Anwendung der deutschen Sprache an Schulen reagiert, meine Damen und Herren. Kommen wir zu einem neuen Thema. Auf die zunehmende Nichtbeachtung des Beutelsbacher Konsenses an unseren Bildungseinrichtungen begegneten wir zu Beginn des Schuljahres 2024/25 mit einer Veröffentlichung eines Leitfadens Neutrale Schule. Diese Handreichung mit Handlungsempfehlungen ist an Schüler und Lehrer und Eltern gerichtet, die sich ob der immer weiter an unseren Schulen um sich greifenden politischen Indoktrination sorgen.
Unsere Position hierzu ist ganz klar. Schule muss politisch neutral sein. Sie ist kein Ort für politische Propaganda. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, werden wir die von Ihrem Haus angekündigte verstärkte Wertevermittlung im Schulwesen sehr kritisch begleiten. Der Beutelsbacher Konsens ist für die AfD nicht verhandelbar. Als vorletzten Punkt, meine Damen und Herren, möchte ich auf den von Ihnen so hochgelobten Sommerferien-Praktikumswoche eingehen. Ja, wir brauchen mehr Berufsvorbereitung an den Regelschulen. Das belegt nicht zuletzt der traurige, schon seit Jahren gehaltene 13. Platz Hessens im INSM-Bildungsmonitor im Hinblick auf die Ausbildungsstellenplatzquote. Dass Sie die Teilnahme von 5.000 Schülern bei einer Schülerzahl von über 400.000, die für das entsprechende Programm in Frage kämen, heute hier als Erfolg feiern, ist an Ironie kaum zu überbieten. Regelmäßige verpflichtende Unternehmenspraktika müssen über die bisherigen zwei Pflichtveranstaltungen hinaus in allen Bildungsgängen zu einem festen Bestandteil des schulischen Alltags in Hessen werden. Meine Damen und Herren, unsere Kinder verdienen nicht nur eine hervorragende Schulbildung, sondern auch sichere Schulen, an denen sie unbeschwert lernen können. Reichte früher eine einfache Pausenaufsicht, benötigen wir heute offensichtlich professionelles Sicherheitspersonal auf Schulhöfen und in den Klassenzimmern. Diesbezügliche Forderungen von Stefan Döhl, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, sind verständlich, können jedoch nur ein erster Schritt zur Symptombekämpfung sein, zumal sich durch den Sicherheitsdienst in der Schule die Gewaltkriminalität lediglich auf den Heimweg oder in die Freizeit verlagern. Die Zunahme der Gewalt an Schulen in Hessen um rund 20% sind eine direkte Folge des Versagens der Altparteien, ihrer Politik, meine Damen und Herren. Die AfD fordert, bei auffälligen Jugendlichen eventuell vorhandene Muster hinsichtlich Herkunft oder Milieu ohne Scheuklappen zu benennen und entsprechend zu handeln. Es braucht vor allem eine zügige und konsequente Bestrafung der Täter unter Einbindung von Justiz- und Jugendämtern sowie Pädagogen. Dazu benötigen Justiz, Lehrkräfte und Sozialarbeiter die volle Rückendeckung von Politik und Verwaltung. Halten wir also abschließend fest, von der beschworenen Qualität und Tatkraft der Landesregierung ist bislang an hessischen Schulen nicht viel zu erkennen. Ich sage voraus, es wird wie in der letzten Legislatur die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag sein, die als Taktgeber für Haltung, Qualität und Tatkraft in der hessischen Bildungspolitik stehen wird. Ich bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Applaus